Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder zusammen mit der Pia. Ihr seht sie da und ich wollte sie jetzt ein bisschen waschen und umziehen. Sie hat aktuell dieses Outfit an. Ich zeige es euch jetzt etwas von nah. Das habe ich selber, ne, Outfit nicht, das Oberteil, das habe ich selber genäht. Wenn ihr jetzt seht, ist das quasi das gleiche, wie ich für Emma genäht habe oder ich auch Elias anhatte. Genau. Unten hat es so einen ganz einfachen Rand. Oben habe ich einen doppelten Rand genäht. Hier an der Seite hat es diese gute Ausschnittlösung. Genau. Ich zeige es euch jetzt noch etwas von nah, wenn ich es ausgezogen habe. Ich will nicht zu sehr wackeln, das ist voll schwierig. So, dass ihr sie vernünftig sehen könnt. Ups. Genau. Jetzt werde ich ihr das mal ausziehen, weil ich wollte es mal anprobieren und danach erstmal waschen. Das habe ich heute selber genäht. Das ist so ein Jersey-Stoff, schön weich, kuschelig und eben leicht dehnbar. So, jetzt ziehe ich mal erstmal hin. Ich kann auch noch komplett ausziehen. Von innen, es soll Größe 86 sein. Ich denke, das passt auch ganz gut. Ich habe es innen immer komplett nochmal abgenäht, dass da nichts aufgehen kann oder nichts, es anfängt zu fluseln. Jetzt drehe ich es mal rum. Genau, ihr seht, ich habe quasi die Größe reingeschrieben. Ich bin mal gespannt, ob das die Waschmaschine standhält. Das hat diese Ausschnittlösung wie so ein Body. Weiß jetzt gar nicht. So, genau wie so ein Body. Und damit ist das auch ganz einfach, den Kopf anzuziehen. Hat so schöne Bündchen als Ärmel. Ich liebe sowas. Und unten eben nicht sichtbar. Ach genau, und ich wollte euch noch zeigen, oben hat es quasi doppelt genäht. Genau, und dann werden wir sie jetzt mal ausziehen, vollkommen. Die Windel bekommt sie nachher wieder an, weil ich habe die Eule noch nicht gewaschen. Sie passt hier auch gerade so noch auf, ne? Dieses Ding. Aber eigentlich könnte ich die auch anlassen. Mal kurz gucken. Genau, ist alles noch gut. Da sind zwei Fließkleider drin. Und das ist gut. So. Ich liebe diese Windeln. Viel besser. Die Stoffwindeln, also die normalen Windeln, die gehen immer kaputt. Ich weiß nicht. Komme ich nicht mit klar. Klamotten kommen direkt in die Wäsche. Oh, jetzt seht ihr sie nicht. Aber jetzt wieder. So. Na Maus, magst du das nicht mit dem Kopf heute? Sie bekommt nachher das hier an. So, mein Tempo. Nehmen wir einen Waschlumpen. Jetzt brauchen wir erstmal warm Wasser. Ungefähr da, wo ihr steht, ist ja der Wasserhahn. Ah, hier, schaut.
Wir nehmen ein bisschen davon. Muss ich aber kurz warten. So. Ich denke mal, das ist jetzt okay. Machen wir zu. Und machen da ein bisschen was rein. Ein paar Tröpfchen. Dass sie waschen können. Da kommt jetzt so viel Wasser rein, dass quasi Handtuch, wenn es so verdünnt ist. Genau. Naja. Einmal wieder der Kopf schief gehalten. Okay, ich bin mir nicht so halber. Sie damit ja quasi nur ab. Ups. Dass sie einfach wieder befreit ist vom Staub. Genau, mal im Gesicht. Riecht und dann mache ich die Haare dann auch noch. Das ist ja nicht immer so. Also vielleicht alle ein paar Monate. Weil braucht man ja nicht unbedingt. So, jetzt lege ich sie auch besser hin, weil sie kippt mir die ganze Zeit durch die Gegend. Maus, oder wir machen erst noch die Haare, kleine Nudeln. Wir machen noch die Haare. So, dafür hänge ich ihr jetzt das Handtuch rum. Also ich mache jetzt da kein Wasser drauf. Ich nehme da nur mein Spray. Da ist nur Acid. Okay, da ist schon Wasser drin, aber ich nehme nur diesen Spray. Und da brauche ich noch den großen Kamm. Ich weiß nur leider nicht, wo ich hier den Kamm hin habe. Sprich, es gibt diesen hier. Es ist nur Wasser drin. Genau, das reicht immer schon. Ich will ja die Haare einfach nur wieder ein bisschen kämmen. Ich mache das auch nur mit dieser riesengroben Bürste, damit einfach keine Haare rausgehen. Genau, sind jetzt keine rausgegangen. Perfekt. So. Dann können wir sie jetzt hinlegen. Und ihr erstmal noch ein Fäßchen machen. Kann ich schon sehen, ja. Immer wieder gucken. Das ist schwierig mit den großen. Wie ich sie am vernünftigsten hinstelle. Hinlege und die Kamera einstelle. So,
eigentlich schon fertig, gell? Guck ich mir, glaube ich, nochmal die Finger an. Ich denke, das ist jetzt in Ordnung, dass wir mal das Wasser rauslaufen lassen. Genau. Und jetzt trockne ich sie ab. Sie ist jetzt schon fast trocken eigentlich. Genau. So, suche ich ihr noch schnell den Body raus. Und heute gibt es diesen hier. Mit der süßen, wilden Schmetterling. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern und ich hoffe, ich bekomme jetzt auch öfters wieder ein bisschen, aber Moment, weil ich jetzt gerade echt mal wieder Zeit. Richtig schön. So, Pulli ziehe ich ihr auch gleich an. Ich weiß nicht, habe ich glaube noch nicht gezeigt, diesen Pulli hier. Steht Lauf drauf. Hier oben so ein bisschen rüschen. Immer gar nicht so einfach, sie anzuziehen. So, ja. Kennt ihr das, wenn die Klamotten nicht so hin wollen, wie es ihr wollt? Das ist das Schlimmste. So, dann machen wir durch die Haare. So. Dreimal. Und jetzt bekommt sie die coole Strumpfhose an.
Eigentlich wollte ich ihr die Hose nicht anziehen und ihr Kleid anziehen. Aber irgendwie finde ich die Hose nicht. Furchtbar. Typisch ich. Ich bin glaube fertig, ne? Ihr Wackelkopf. So. So sind wir fertig. Jetzt zeige ich sie euch nochmal. Süße Bier. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.